Guten Tag, hier spricht wieder euer Peterkin. Heute müssen wir mal gucken, wie wir heute das Spiel auflegen. Alle Spieler sind fit, das ist gut, Leute. Wir haben fitte Spieler und ich hoffe, dass wir gegen die Niederlande ein gutes Spiel gegen die Niederlande spielen. Wir sind, wie sagen, Niederlande ist so ein bisschen das Top, ein Top-Favoriten um den Titel hier mit Deutschland und Japan und Frankreich, kann man so sagen. Da bin ich mal gespannt, Leute. Da bin ich mal gespannt, Leute, wie wir das hinkriegen werden. Oh. Das Problem ist, die Holländer haben eine die beste Torjäger. Es sind die zwei besten Torjägerinnen in dem Turnier, Leute. Von Deutschland. Zwei Top-Stürmer haben. Es gibt hier zwei Top-Spieler, Leute. Top und Deutschland und die Holländerin. Die zwei Top-Torjägerinnen. Das ist halt die Überlegung. Schaffen wir es heute, gegen die Holländer zu gewinnen, Leute? Das Ding. Die Holländer müssen heute gewinnen, Leute. Holland muss gewinnen. Genau, Holland muss heute 3 Punkte machen am besten. Sonst sind sie nicht weit, sind die raus aus dem Turnier. Und das ist halt heftig, dass sie dann raus sind aus dem Turnier. Ne? Das ist halt das Schlimme. So muss man sagen, die sind dann heftig, Leute. Wir müssen halt. Und da müssen wir unser Bestes geben. Schaffen wir es zu gewinnen? Wir brauchen heute 3 Punkte. Für Deutschland brauchen 3 Punkte. Dann sind sie safe durch. Dann wäre Holland raus, Leute, mit einer Niederlage. Wäre Holland raus. Und das wäre natürlich heftig, Leute. Das wäre halt so heftig, wenn es wegen. Das wäre halt so heftig, wenn es wirklich rausliegen würde, Leute. Ja, Deutschland braucht 1 Punkt. Um sich zu qualifizieren, Leute, für das für die Gruppe. Ja, und aber die Holländer wissen natürlich. Holland braucht einen Sieg. 1 Punkt reicht denn gar nicht, Leute, in den Niederländern. Das ist das Ding. Die Niederländer müssen gewinnen. Die Niederländer müssen heute 3 gewinnen. Die Niederländer müssen heute den Sieg holen. Es ist wichtig für Holland, das Ding zu gewinnen. Oh, ist durchgekommen. Für Holland geht's. Die Gruppe ist eigentlich sau spannend, wenn man mal überlegt. Wenn man mal so überlegt, ist die Gruppe.
Wenn man muss überlegt, die Gruppe ist schon, auch wenn Deutschland mit zwei Siege, wenn Deutschland zwei Siege hat, ist die Gruppe noch spannend. Das ist halt das Ding, die Gruppe ist noch spannend, Leute. Trotzdem, dass die Deutsche mit zwei Siegen die Tabellenspitze anführen. Das Ding ist halt, weil halt die Holländer und die Chinesen beide noch drei Punkte haben. Das ist das Ding, weil die Holländer drei Punkte haben, die Chinesen drei Punkte. Und die Deutschen machen, wir machen richtig offensiv. Weil das mir geht. Ja. Beide Teams spielen sehr offensiv mit. Holland will den Sieg. Die Deutschen wollen natürlich nicht verlieren. Das Und das ist halt das Ding. Und darum wir. Darum wird es wahrscheinlich ein sehr spannendes Spiel heute. Weil darum wird das Spiel auch sehr spannend heute, Leute. Sozusagen wird es ein sehr spannendes Spiel heute. Für die Holländer geht es um alles, für die Deutschen geht es um alles, weil es geht da um eventuell ein besseres K.O.-Spiel. Das ist ja das, weil da ist er. Das ist das Ding, Leute. So muss man das ja so sagen, Leute. Abseits. Es geht für Holland um vieles. Für Holland geht es um vieles. Es geht um den Schaffen sie noch irgendwie. Das Problem ist, war eigentlich für Holland eigentlich. Für Holland das Problem, weil sie halt gegen die Chinesen verloren haben, gegen China haben sie verloren. Und das ist das Problem, gegen China zu verloren und somit müssen die heute gewinnen. Und Deutschland darf gewinnen, muss aber nicht gewinnen. Darf, muss aber nicht gewinnen. Und jetzt wird es für Holland schwierig. Durch dieses Tor muss Holland zwei Tore jetzt schießen, weil es reicht nicht. Es reicht nicht, wenn Holland unten Punkt noch holt. Weil sie müssen hoffen, dass China nicht gegen Mexiko gewinnt. Und man hat es ja gesehen, Leute, die Mexikaner werden es wahrscheinlich nicht schaffen. Weil sie haben ja gegen die Deutschen verloren, gegen Holland haben wir verloren. Und wahrscheinlich gegen China werden die wahrscheinlich nicht gewinnen, die Mexikaner. Und das heißt dann für Holland, sie hätten das
Knockout war das Spiel gegen die gegen die Chinesen. Das Spiel hätten sie nicht verlieren dürfen, Leute. Und das ist das Problem. Wir haben das Spiel gegen China nicht gewonnen. Darum. Das Spiel hätten die Chinesen, wenn sie das Spiel gewonnen hätten, die Holländer, aber die haben es leider verloren. Und jetzt ist halt der Vorteil, Leute, die Deutsche führen 1-0. Somit heißt es für Holland. Für Holland heißt es natürlich jetzt, sie müssen jetzt offensiver spielen, das heißt für das deutsche Team. Es werden jetzt Lücken kommen und die Lücken müssen dann gefüllt werden. Und Deutschland führt 1-0 hier in Holland gegen die Holländer, Alter. Es sieht gut aus für das deutsche Team. Und für Holland wird es schwer. Für Holland wird es richtig schwer. Die müssen auch jetzt Glück haben, dass die Dinger nicht fallen, Max. Und? Alter, Mexiko 1-1. Das heißt, es ist ein Problem. Mexiko 1-1 gegen die. Und es ist. Alter, die Ski. Alter, ja. Aber das Problem ist, Leute, wahrscheinlich. Alter, die Mexikaner Unterschiede gegen. Alter, das dachte ich nicht. Dass die Chinesen gegen die Mexikaner Unterschiede machen. Das habe ich, dachte ich echt überhaupt nicht. Dass die Chinesen hier so Probleme haben gegen Mexiko. China hat gegen Holland gewonnen, was wirklich schwer ist, weil er gute Stürmer, eine gute Defensive, aber man muss das Spiel immer erst gewinnen. Man muss das Spiel jetzt noch überstehen. Und die und die Holländer wissen natürlich das Ergebnis. Die Holländer brauchen mal einen Punkt. Aber das Problem ist ja dann. Das Problem ist eigentlich. Dass halt die Holländer einen Punkt brauchen. Aber wir sind dann trotzdem nicht weiter. Das ist das Problem. Holland ist dann trotzdem noch nicht weiter. Und das ist halt das Bitter für die Holländer. Das ist das Problem für die Holländer, Leute.
ruhig bleibe und die Deutschen wissen, heute dranbleibe. Alter, wenn wir heute gewinnen würden, das wäre mega für. Okay, kann. Okay, Martens, schafft sie das? Eine gute Chance. Und das ist wichtig jetzt, Alter, was Meier macht. Die macht jetzt wichtig. Aber ja, oh, jetzt müssen wir aufpassen. Ja. Oh, eieie. Alter, das war Rio. Das war. Dort man hat Deutschland Schwein gehabt, Leute. Dort Deutschland ist gerade richtig Schwein gehabt, Leute. Hat Deutschland richtig Schwein gehabt. Und jetzt heißt es, was machen wir jetzt? Die Holländer wissen das. Oh Mann, das war ein Fehler eines wirklich. Der könnte hart werden. Und die Holländer wissen natürlich jetzt, jedes Spiel wird jetzt hart. Es geht jetzt um vieles für Holland. Es sieht nach Ausscheidung aus. Es sieht nach Ausscheidung aus. Es sieht nach Ausscheidung aus für Holland. Aber es, okay, wenn man halt zwei nur gegen Mexiko gewinnt und jetzt ist entschieden fast, glaube ich. Leute, es ist fast entschieden für die Holländer. Holland ist raus, ist raus. Weil das Problem ist, wenn Holland noch einen Punkt holt, ist das Problem, die Tordifferenz ist das große Problem. Und Alexandra Popp, die wird, weil die geht langsam an die Torjägerkrone, die will die Torjägerkrone holen, die ist ja hier bei diesem Turnier. Schon ihr achtes Tor. Die macht in jedem Spiel mindestens zwei Tore. Jedes Spiel mindestens zwei Tore. Aber Holland kommt heute nicht in Fahrt. Das viele sagen, das. Das Problem war, dass die Niederländer gleich im ersten Spiel gegen die Chinesen verloren haben. Ja, und was halt die Deutschen? Die Deutschen hätten auch nicht 100% mega gut gespielt, muss man sagen. Wir haben die Tore kassiert, wir waren nicht die. Wir haben zu viele Gegentore kassiert. Das ist das Problem. Wir haben so viele Gegentore kassiert gegen China. Aber wir haben gewonnen, was die Niederländer nicht geschafft haben. Und somit wird Niederlande aus diesem Turnier rausfliegen. Und mal gucken, gegen wen wir dann spielen müssen. Das wäre.
Das ist dann die andere Frage. Gegen wen wird das deutsche Team spielen? Gegen wen werden wir dann spielen, Leute? Aber für Holland ist bitter. Für Holland ist es sau bitter, Leute. Für Holland ist es sehr bitter dann. Das muss man so hart sagen, es wäre richtig. Für Holland wollte um den Titel mitspielen, was es auch schaffe hätten, aber. Wenn man halt nur ein Sieg holt. Nur ein Sieg holt in dem Turnier gegen Mexiko nur holen, dann ist es ja eigentlich fast klar, dass es keine Chance gibt. Dass man es wahrscheinlich nicht in die K.O.-Phase schafft. Okay, ja, es kann noch sein, aber alles das Beste wäre, wenn wir dann wissen, wenn Mexiko gewonnen hätte, alle. Das wäre was, wenn Mexiko gewinnen hätte, oh Mann. Das wäre das Beste, wenn Mexiko das Spiel. Okay, 4 Minuten Nachspielzeit. 4 Minuten Nachspielzeit. Es könnte noch Spannung geben. Es könnte noch Spannung in dem Spiel geben. Es könnte Spannung geben. Aber jetzt tun wir, jetzt wird es mal, jetzt tun wir die Zeit runterlaufen lassen. Mit sicheren Pässen und Deutschland gewinnt. Holland fliegt wahrscheinlich raus, Leute. Was klar ist eigentlich, dass sie rausfliegen würden. Es ist so klar, dass sie rausfliegen, Leute. Das ist bitter für Holland, aber so ist halt Fußball. So ist halt das Fußballspiel. Leider in Holland, raus Bayern, Deutschland mit Spielen bleiben im Turnier und holen sich den Gruppensieg mit 3 Siegen. Das ist schon nicht schlecht. 3 Siege gegen. Da bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich mal gespannt. Wer gewinnt? Die Mexikaner gewinnen gegen China, Alter. Heftig. Wow, Alter, Mexiko gewinnt. Junge, Junge. Und jetzt, Leute, ich sage, gucken wir mal auf die Tabelle. Natürlich, erst speichern wir mal, Leute. Ich würde sagen, wir speichern erst, man weiß ja nicht, was passiert. Und dann die Sache, tun wir mal die Tabelle. Okay. Oh, Niederlande ist doch weitergekommen. Jetzt müssen wir noch mal gucken, Leute. Japan. Okay, Deutschland, China. Okay, Frankreich, China, Niederlande, Schottland,
Warum ist okay, Niederland ist weiter. Japan haben wir. Japan, Australien ist weiter. Okay, Australien ist weiter. Neuseeland ist nicht weit. Okay, Neuseeland ist nicht. Okay, Schottland. Schottland ist. Ah, okay, so ist es. Es qualifiziert sich Deutschland, Frankreich und China waren er. Da, okay, okay, jetzt verstehe. Okay, Australien und Niederlande. Ah, Australien und Niederlande haben sich als beste, drittbester Dritte gemacht. Norwegen. Neuseeland ist raus. Niederlande und Australien haben es geschafft. Alter, ist es heftig. Aber die Gruppen sind halt Frankreich, China, Niederlande, Schottland. Das ist schon heftig. Schottland kommt weiterkommen. Das ist schon heftig. Dann Deutschland, Australien und Norwegen, Japan. Aber gegen Australien spielen wir erst beim nächsten Mal. Somit sag für heute euer Peter Gaming. Tschüss, bis dann und PG, bis dann.